Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Achtung, eine Durchsage. Lufthansa heißt ab sofort Bodenhansa. Genießen Sie den 1240. Megastreik in nur 2 Jahren. Als Vielflieger sind Sie diesen Service natürlich gewohnt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass die Lufthansa Zicken macht. Nein, nicht das erste Mal, aber dafür. Dafür soll es der längste Streik in der Lufthansa-Geschichte werden. Für eine Abkühlung wenden Sie sich bitte an unseren Getränkeservice. Das habe ich der Kollegin bei Lufthansa auch schon gesagt. Das war meine letzte Dienstleistung, die ich entgegengenommen habe. Die Flasche Apfelsaft. Bodenhansa, Ihr Apfelsaftladen, bei dem die Passagiere jetzt selber fliegen. Boarding completed. Ready for takeoff. Großes Finale im hessischen Atomquiz. Heutige Kandidatin im Biblis-Untersuchungsausschuss, Kreislaufkanzlerin Angela Merkel. Und die Kernkraftpreisfrage lautet: Wer hat die Abschaltung von Biblis rechtlich vermasselt? Der Bund oder die Länder? Ja, und wer darf RWE die geforderten 235 Millionen Euro Preisgeld im Schadensersatz zahlen? Ist es A. Angela oder B. Volker Bouffier? Die Kanzlerin hätte den Ländern 2011 zugesagt, sie, Zitat Bouffier, nicht im Regen stehen zu lassen. Aha, also A, ja, Merkel übernimmt die Kosten. Soll sie dem Volker ja so versprochen haben. Sie hat ja doch an entscheidenden Punkten seiner Darstellung widersprochen. Was, widersprochen? Hat Merkel etwa den Hessen, ich sag jetzt mal, den schwarzen Volker zugeschoben? Nee, das wäre doch gegen die Spielregeln. Die hat doch jetzt nicht einfach ihrem CDU-Kollegen widersprochen, oder? Dass der Bund die Länder, nicht nur Hessen, sondern die Länder nicht im Regen stehen lassen wird, dem hat die Kanzlerin nicht widersprochen. Sie konnte sich nicht daran erinnern, aber sie hat nicht widersprochen. Sehen Sie, nicht widersprochen. Punkt für Angela. Nächste Quizfrage. War sonst noch was? Ach ja. Tagesschausprecherin Judith Rakers postet jetzt auch Tierfilme im Internet. Und jetzt, los Hasso, fass!